pro Ball, den du jetzt an die Latte semmelst, darfst du dir einen Teil im Sportladen aussuchen. Ankara-Sieg. Das ist ja nur Geld, Bruder. Wir machen jetzt eine kleine Elfmeter-Challenge mit den Jungs, aber wir haben das Glücksrad dabei. Und die Jungs müssen vorher am Glücksrad drehen und das Glücksrad entscheidet, wie sie schießen müssen. Wenn sie es schaffen, das auf dem Glücksrad umzusetzen, wie zum Beispiel links oben zu treffen, kriegen sie 50 Euro. Aber es gibt auch einen Haken an der Sache, und zwar, wenn dieses Symbol kommt, dann wird das Geld der beiden getauscht. Das wissen die nur nicht. Hat der eine 100 Euro und der andere 0, dann wird getauscht und der andere hat dann 100 Euro. Das wird auf jeden Fall lustig. Jeder Elfer muss einmal gemacht werden von jedem. Das heißt, sie können insgesamt 300 Euro machen. Aber nur der mit dem meisten Geld kriegt doch das Geld. Let's go. Ihr beide tretet gegeneinander an. Ja? Das ist ja nur mehr Geld, Bruder. Aber nur, wenn ihr auch das schafft, was ihr dreht. Also wenn hier Hacke steht, dann müsst ihr logischerweise mit der Hacke schießen und dann müsst ihr auch treffen. Ne? Dann gibt es 50 Euro. Aber nur der mit dem meisten Geld gewinnt am Ende auch. Das heißt, ihr müsst Gas geben. Sieht gut aus. Kann man mit arbeiten. Ja. Okay. Geld haben wir natürlich auch am Start, also ist nicht gelogen hier. Ne? Aber wir haben sogar ein bisschen mehr da. Holzi geht für den ganzen Spaß ins Tor. Er will natürlich nicht, dass ihr Para macht. Stück. Du fängst an, ich zieh nach. Oh. Okay, dann holen wir uns das Geld jetzt. Und du weißt, für jeden Treffer, den du so schaffst, 50 Euro. Wenn du nicht triffst oder nicht das machst, was das Glücksrad sagt. Ich denke, unten rechts ist locker. Ja! Das zählt. Ja. Boah, er war dran. Jetzt muss ich nachziehen, Druck ist da. Papa Ray hat heute bestimmt auch mal Glück, oder? Wenn es mit dem ersten Saisontor ist. Weiß er nicht, was kommt, Junge. Was? Oh mein. Hä? Was macht der Junge da? Ist ein schwacher Fuß, Kinder? Der macht sogar Trickshot noch. Okay, man hat gesehen, schwach war wohl vom Holz hier, nicht vom Ray. Hacke ist kacke mit Drehung. Das kannst du machen, wie du willst. Oh, shit. Nein! Taktik nicht aufgegangen. Okay, jetzt hat Ray auf jeden Fall gelernt, ohne Drehung geht ohne Drehung, Kinder. Besser. Auf gut Glück kommt da auch was Gutes raus, ne? Ja. Hacke ist kacke. Du musst einfach versuchen, das Beste draus zu machen. Boah, ich wusste, dass du das so machst, aber... Oh mein Gott. Jetzt ja, geht's ja richtig. Ich hab das erstmal gesehen, ne? Chance, lassen wir gelten. Ching. Ihr sollt ja hier Money machen. Das ist ja aber alles noch in Butter. Okay, ja. Der sollte auch machbar sein. Das ist möglich, vor allem bei mir. Ja, moin. Ja, ein bisschen zu hoch. Aber vielleicht war es auch der rechts oben. Man weiß es ja nicht. Der nächste für Pable. Boah, was ein dreckiger Mensch! Ich wusste bis gerade nicht mal, was das ist. Gani! Ja, aber der hat wenigstens seine eigene Spucke jetzt wieder abbekommen. Ja, hat auf jeden Fall gespritzt, Bruder. Das kommt alles. Was ist denn das? Das ist ein geheimes Symbol. Bin ich der neue Pablito geworden oder was? Oh, das ist neu, das gefällt mir. Rechts oben. Nein, das war rechts unten. Das war rechts, ey, das war rechts unten. Oh shit, flacher kann man den ja nicht mehr schießen. Ne? Der gönnt dir so, der Ray. Der gönnt dir, aber gönnst du ihm auch? Und Pablito gönnt dir sein Geld. Das heißt Geldtausch und ihr tauscht eure Konten jetzt. Kein Problem. Es tut mir leid. Du hast jetzt 100 ja. Und du nur noch 50. Es tut mir leid, Pablito, aber so spielt das Leben. Aber du darfst jetzt natürlich nochmal drehen. Wenn du jetzt nochmal Geldtausch drehst, kriegst du es wieder zurück. Oh, oh, ja, oh mein ja. Gott! Er nochmal Geldtausch dreht! Das gibt Dankeschön. Es nicht! Das gibt es nicht! Das wird dauern. Okay. Das gute Holz, sie weiß trotzdem nicht, was kommt. Und der macht den pervers rein, unglaublich. 150 Euro. Aber lass mein Geld bitte, okay? Aber Ray, du hast jetzt die Freunde, Chance. Geldtausch einfach muss kommen jetzt. Oh.
Aber ist jetzt die Taktik Torschießen oder einfach auf Geldtausch hoffen? Das ist die Frage, ne? Oh mein Gott, und der macht ihn auch! Zäh gebrochen. Ich freue mich ein bisschen mit, weil wenn der Geldtausch kommt, dann kriege ich ja wenigstens eins. Yes. Nein! Uff, uff, uff. Jetzt hat Ray 150 und Pablito 100. Oder Geldtausch. Oh, der wichtigste Schuss in deinem Leben. Boah, Alter! Und das ist der, der keinen linken hat. Also, Ray hat jetzt sein letztes Feld, ihr wisst, hier eingeblendet. Wenn er den trifft, hat er 200 Euro. Wenn er verkackt, gehen wir ins Stechen. Druck ist da. Ich hab Angst. Boah, Pablito auch, Junge. Der muss so Auge machen jetzt. Oh mein Gott. Der muss eigentlich zählen. Weil der von Pablito hat rechts oben gezählt. 200 Euro für Ray Habi. Du hast jetzt, glaube ich, schon 3 oder 4 Chancen, hier was zu gewinnen. Bist jetzt immer mit leeren Händen nach Hause gegangen. Ey, Pablito, guck weg. Ich habe richtig Pablito. Schlechtes Gewissen wie Pablito. Ey. 200, ne? Oh, Dineros. Kann ich schon mal Geldtausch drehen? Versuch noch mal. Komm, dreh einmal. Vielleicht kriegst du Race. Nein. Ah, fühlt sich richtig gut an, Freunde. Der hat gar keinen Bock mehr. Der zieht durch. Morgens, mittags, abends, ich will saufen. Der Art muss laufen. Und damit es läuft, könnt ihr heute wieder Geld verdienen oder gewinnen. Vielleicht habt ihr alle Lionel Müslis erstes Tor für PSG gesehen. Nein. Ah, ja, klar. Natürlich. Also die Fußball gucken, kennen es. Das sah so aus. Gegen? Man City. Stark. Mit links natürlich. Und wer das heute schafft von euch, gegen Holzi Ederson, kriegt ein Huni. Für Tor 100 Euro, aber muss natürlich auch mit links perfekt in den Winkel. Und ich habe extra nicht so viel mitgenommen, weil wahrscheinlich werden wir gar nicht so viel brauchen. Let's go! Ronaldo als Torwart. Ronaldo ist besser als Messi, merkt euch das. Sigi fängt an, auch schon im PSG-Dress hier. Spielt der mit links oder mit rechts? Bruder, das ist Messi, der spielt nur mit links, Alter. Messi hat doch gar keinen rechten. Oh, Ablage. Wow, der war nicht schlecht. Ach so, und übrigens habt ihr nur 3 Versuche. Ja, hä? Ja, was sagt ihr, wie viel ihr habt? Petri Heil. Jetzt macht das Lionel Mülli. Oh. Oh. Egal, für Geld macht man alles. Ankarasigi! Oh mein Gott! Aber der Mo, Alter, der ballert den jetzt rein. Das war nur Glück, ich zeig euch richtig jetzt. Boah, schöner Pass. Ja. Wow. Kein Problem. Ankara Ray. Boah, aber da ist Holzi da. Ah. Ja, genau so, Sigi, das ist er doch. Nein. Messi. Ja. Nein. Leider etwas zu flach. Hast auch nie so Glück bei den Geld-Challenges, ne? Nie. Ja, Pass kommt schon mit rechts, das ist nicht gut. Boah, und selbst den hat der Holzi. Boah, oh mein Gott. Oh, ich dachte, der ist es. Yalla, Baby, wir machen weiter mit Sudden Death. Der Nächste, der trifft, gewinnt. Alle anderen Nüsse. Es geht natürlich weiter, Jungs. Wir schicken hier niemanden mit leeren Händen nach Hause. Okay. Und zwar der Erste, der jetzt den Messi-Schuss schafft, kriegt 200 Euro. Boah, diese Freude ist ja unglaublich. Yeah! Unglaublich. Dem Mo, den könntest du einen Lamborghini hier hinstellen und sagen, mach einen Liegestütz dafür, der würde es verkacken, Alter. Was machen wir denn? Ja, du hast schon vergessen, was wir machen. Ja, okay. Messi-Tor nachstellen. Leute, ich habe den Jungs erstmal eine Chance gelassen bei den ersten Versuchen, aber jetzt bei 200 Euro sage ich natürlich nicht nein. Der fällt ja fast um, ne? Was ist denn? Boah, Junge, das kann nicht sein. Digga, Mo kriegt sogar 1000 Euro, wenn der das schafft, Alter. Junge, Bein gebrochen. Stopp, Peter!
Ja, immer gut, den dann einfach mal flach in die Mitte zu schießen, ne? Boah! Alter! Das... Was zur Hölle? Hab ich schon drin gesehen, Alter. Hey, Bruder! Den schaffe ich heute nur ein einziges Mal, Alter. Ja, Bruder, ey, das soll man nur am Gucken. Der fliegt mir rum wie... Wallah, der macht doch Flugzeug. Ich wünschte, ich könnte selber bei diesen Geld-Challenges mitmachen. Ich schwöre, ich würde da jeden in den Winkel hauen. Ihr wisst, mein Linker ist wie mein Rechter. Scheiße. Alter! Ui. Mein Gott! Also Leute, wenn ihr an diesen Challenges teilnehmen wollt, meldet euch mal in den Kommentaren bitte. Ich glaube, wir brauchen neue Leute. Schreibt einfach, ich will. Holt sich jeden Weltrekord, aber nicht mal ein bisschen Geld. Wenn's einmal um Geld geht. Deswegen hast du hier nochmal eine spezielle Chance jetzt. Es geht nicht direkt um Geld, sondern um ein neues Fußballoutfit von Kopf bis Fuß. Das Ganze funktioniert so, du hast 9 Bälle, die hier liegen. Und pro Ball, den du jetzt an die Latte semmelst, darfst du dir einen Teil im Sportladen aussuchen. Triffst du 9 Bälle, kannst du mit 9 Teilen gehen. Triffst du 0, dann sieht's aus wie immer, Alter. Da bin ich schon dran gewohnt. Das, ja, auf was hättest du so Bock? Irgendwas Neues? Also ich liebe Chelsea, ne? Ja, gut, danke. Red weiter. Jetzt, ist mir gar nicht aufgefallen, dass du Chelsea liest. Paris, oh, ja, genau. Paris, Messi. Ja, okay, mach dir jetzt nicht zu viel Hoffnung, weil du musst ja auch noch die Latte treffen. Er hat schon viele Trikots. Er hat schon so viele Trikots. Am Ende trifft wieder gar nichts. Ja, viel Glück. 1, 2 Teile, Dankeschön. Danke für die Chance. Oh, hey. Aber schönes Törchen, schönes Törchen. 7 Teile, komm. Nope. Ich hole mir neue Schuhe, Alter. Komm, ja, neue Schuhe. Jetzt für die neuen Schuhe. Neue Schuhe, neue. Ruhig, Fabito, ruhig jetzt. Du hast noch 3 Bälle. Das reicht für Schuhe, für Trikot und für eine Jacke. Konzentrier dich. Oh! Ach du Heilige, das kannst du keinem erzählen. Komm, einen bitte. Ja! Oh, ja! Chelsea! Nope! Bruder, wenigstens! Einer besser als keiner, Bruder, du hast was gewonnen, ey! Das ist das erste Mal, dass du hier was gewonnen hast. Go, let's go! Ich bin ein Versager. Wir schneiden zum Shop. Dring. Wir waren jetzt mit Pablito, unserem Gewinner, in der Stadt in 3 verschiedenen Läden, Fußballläden. Er hat geguckt, gesucht, nichts gefunden, Alter. Die haben einfach nicht, was er will. Ich bin euch sehr dankbar. Dankeschön. Okay, jetzt übertreib nicht, Alter. Ein paar Osen später. Es ist der nächste Tag. Ich schwöre euch, wir haben ganz Düsseldorf abgesucht nach irgendwas, was Pablito gefällt. Wir waren eben jetzt hier mit ihm im nächsten Laden. Es gibt nichts. Ich raste wirklich aus. Wir fahren jetzt in eine andere Stadt und holen da Pablito Fußballschuhe. Wir sind jetzt extra eine Stunde nach Köln gefahren. Ey, man kennt den Hasen. Ich hoffe, wir finden da jetzt was für den Pablito. Wenn nicht, dann tut es mir wirklich leid, aber wir geben unser Bestes. Let's go. Unser Boy Pablito wollte eigentlich diesen wunderschönen Nike-Schuh. Oh. Aber er hat zu kleine Füße. Den gibt es nur noch einen groß. Jetzt gucken wir mal nach dem anderen. Dann wird es wahrscheinlich der hier. Das sieht mies klein aus. Wie kann man Schuhgröße 41 haben, ey? 346 Minuten später. Okay, wir haben jetzt endlich die Schuhe für Pablito hier. Einmal jetzt, das erste Mal, dass er sie sieht. Bereit. Oh mein Gott! Stark, oder? Oh. Ja, ich wollte unbedingt diese Socke einmal haben in meinem Leben. einmal diese Balance, diese ganzen Dribblings und fürs Torschießen natürlich. Damit nehme ich auf jeden Fall die Gegner hops, ne? Mit den Stollen. Boah, ey, ich danke euch auf jeden Fall. Die sind richtig geil. Boah, wieder geschafft. Nein. Durch den Zaun. Danke. Ja, komm, Mo. Was ist das? Das ist ja nicht normal. Zehner, dass du triffst. Wenn du aufs Tor kommst, kriegst du 10 Euro. Ah! Oh, fast aber!
Das ist er. Aha. Bruder, hast du eigentlich einen hochgeschossen von den letzten 10? Jetzt klingelt die Hütte, Leute. Jetzt klingelt die Hütte. Und schon wieder für den. Holzi, lass den doch, Bruder. Lass den einfach reingehen, Holzi. Digga, er hasst mich, Mann. Was ist das, Bruder? 2 Stück jetzt. Dieser Hund. Bis für nächste Mal. Wir machen auf jeden Fall einfache Sachen, wie vielleicht den Ball von 5 Metern ins Tor schieben oder so. Wir sind ungelogen seit über einer halben Stunde am Drehen. Da sehen wir es mal wieder. Messi ist einfach krass, einfach der GOAT. Und Siggi ist halt Siggi. In einer Parallelwelt versucht gerade Lionel Messi die Tore von Mo nachzustellen. Oh! Und der Holzi ist einfach da. Und Ederson guckt sich Holzi-Videos an und denkt sich nur, wie macht er das? Ey. Holzi, du kriegst von mir 100 Euro, wenn du den nächsten einfach reinlässt. Boom! Das ist er. Ja! Ey, ich würde sagen, ihr habt jetzt beide noch einen Versuch, den auch so zu machen. Ansonsten geht das Geld an Sigi, ey. Letzter Versuch jetzt für dich, dem Sigi da nochmal einen auszuwischen. Sonst gehen die 200 Euro höchstwahrscheinlich an ihn. Ja, der braucht die nötiger, weißt du. Ich könnte den. Dann schieß extra daneben. Ja, okay. Mo Arbeitsamt sozusagen. Seht ihr? Extra dem Holz in die Hände. Perfekt. Ich meine, hast schon hier in diesem Video 200 ehrlich. Euro gewonnen, aber ja, nochmal 200 ganz, Euro? Ganz einfach so. Ich gönne dem Sigi. Die lutscht nicht mal gegenseitig nach dem Training ein. Oh mein Gott. Das wäre Messi gewesen. Ja, komm hier. Ein grüner und 2. 200 Euro für so eine Leistung, ne? Leicht verdientes Geld. Egal, dafür im Spiel bessere Leistung. Ja, ja. Wie viele Saisontore schon? 2. Stark, okay. Dafür auch 2 Grüne. Nächstes Wochenende. Oder du erwürgst mich fast, nächsten Alter. Sonntag nochmal 2. Ja. Versprochen? Soll ich dir versprechen? Ich verspreche auch, Bruder. Ja, stark gemacht, vielen Messi. Dank. Unser Messi. Vielen Dank. Easy. Ich finde das gut, dass das an die Asche geht, also dem Sigi. Passt. Was hat er gesagt? Also, ich liebe Chelsea, ne?